Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Auf dem Weg in den Wald. So. Also, der meldet sich wegen der Holzkohle. Hoppala. Und ich guck mal, ob ich hier vielleicht noch welche verladen kann. Da stehen ja. Da fehlen doch ein paar. Oder nicht? 2, 4, 6 Paletten nur drauf. Und jetzt habe ich gar keinen Anhänger hier. So ein Mist aber auch. Ist der LKW? Hatte ich nicht irgendwann mal einen Telelader hier? Na, hallo. So, ich bin dann fertig mit deinem Glas. Ja. Gut, ich danke dir. Ich bringe dann jetzt gleich so ein paar Minütchen die Nägel vorbei, ne? Jo, passt. Super. Ich bin auch da im Sägewerk. Schön, okay, passt. Dann bis später. Tschö. Tschö. So. So, dann verladen wir hier mal noch Holzkohle. Auf dass die Gemeinde schnell viel Holzkohle braucht. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los hier, ey? Die Plattformen, die sind auch bescheiden, muss ich echt sagen. Ich mag die irgendwie nicht. Also warte, was hat man hinten drauf? Ich glaube 7 Paletten.
Nein. Es hat gerade bei den zwei Paletten so gut geklappt und jetzt die will nicht mehr. Dann probieren wir es bei den nächsten zwei. Ob das da ein bisschen besser geht. Der jetzt wieder nicht. Oh, wenn das wirklich nur immer das machen würde, was ich brauche. Ah, jetzt. Also, was mir nicht so ganz zusagt, ist die Arbeit der anderen beiden. Weil irgendwie bleibt die Feldarbeit aktuell irgendwie liegen. Das muss noch deutlich optimiert werden. Ich weiß auch nicht, ob die das tatsächlich so laden können. Aber ich hoffe mal. Transportieren können. Ist ja nicht mein Bier. Die Paletten, die gehen mir wirklich so auf den Geist. Warum geht denn das jetzt nicht? Heide Bimba. Ja, schmeiße runter, komm. Dauert alles viel zu lang, weißt du, das ist mein Problem. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So.
weiß jetzt nicht, was ich mit den restlichen Paletten machen soll. Ob ich da nochmal... Ich könnte mal gucken, ob ich noch eine Ladung oben drauf kriege. Ach ja. Scheiß Dreck. Sorry Leute, aber es nervt mich einfach mit den Paletten. Und ich habe wirklich irgendwie gar keinen Bock mehr darauf. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich den ganzen Scheiß nicht einfach verkaufen soll. Als Komplettpaket, weißt du, so irgendwie. Vielleicht die aktuellen Holzkohle noch verkaufen. Das Geld noch mitnehmen. Und dann das komplette Sägewerk veräußern. Habe ich gerade so irgendwie. Ist vielleicht eine kleine Schnapsidee. Also warte mal, 2, 4, 6, 8, 10 Paletten sind da jetzt drauf. Muss ich mir mal überlegen. So, aber für den Moment würde ich sagen, haben wir gut gearbeitet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne morgen wieder rein. Vergesst das Liken, Abonnieren und Kommentieren nicht. Und nein, da haben wir ein Problem. Ich würde sagen, haut rein, macht's gut. Tschüss.